Ich darf Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, recht herzlich begrüßen. Die Damen und Herren der Journalistik und gleichzeitig auch nicht die Damen und Herren, die zu Hause an den Fernsehgeräten sind. Die Sitzung ist eröffnet. Verhindert sind die Abgeordneten Essl, Hammer, Köchl, Ribo und Sorber. Wir haben Kollege Leichtfried zur Geschäftsbehandlung, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich versuche es möglichst ruhig zu sagen. Was hier heute stattfindet, ist meines Erachtens eine Verhöhnung der parlamentarischen Demokratie. Eine Verhöhnung der parlamentarischen Demokratie, wenn ein Gesetz spät am Abend eingebracht wird. Ein Gesetz, das erst in einem Jahr und einigen Monaten gilt. Ein Gesetz, das Menschen, die nichts verbrochen haben, außer hart zu arbeiten, ihre Pension raubt. Ein Gesetz, das einige Alibi-Maßnahmen vorsieht, die das irgendwie verschleiern sollen. Ein Gesetz, das generell, und da ist bei den ganzen Show-Pressekonferenzen nichts angekündigt worden, ein Gesetz, das generell die Pension für alle senkt, so einzubringen, geschätzte Damen und Herren, ist eine Verhöhnung unseres Hauses, eine Verhöhnung des Nationalrats. Und ich spreche jetzt entsprechend der Bestimmung unserer Geschäftsordnung nicht vom Inhalt. Wir haben gestern eine sehr interessante Debatte zu diesem Thema noch am Abend gehabt. Eine inhaltlich interessante Debatte. Und ich habe zum Beispiel den Herrn Knotzer sehr interessiert zugehört. Es war auch sehr laut. Aber ich frage Sie was, Herr Knotzer, Sie sind ja Gewerkschafter gewesen. Was hätten Sie zu einem Gesetz gesagt, als Gewerkschafter, das die Interessen der Menschen massiv betrifft und wo die Gewerkschaften nicht mitreden können, die NGOs nicht mitreden können, die Zivilgesellschaft nicht mitreden kann, weil es keine Begutachtung gibt, weil es keinen Ausschuss gibt, weil es eine Nacht- und Nebelaktion ist? Herr Präsident, Sie sind Präsident dieses Hauses, Sie sind Präsident des Nationalrats. Ich fordere Sie auf, Maßnahmen zu setzen, dass das hier so nicht betrieben wird. Das geht so nicht. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, wie in der Zeit, wie die Krisengesetze zur Covid-Situation gekommen sind. Darf ich Sie ersuchen, die Tafel nach 30 Sekunden wieder runterzutun und zur Geschäftsordnung zu nehmen? Bitte. Musste. Und dass nicht alle Usancen des Hauses eingehalten werden konnten, damals. Aber ein Gesetz, das erst in einem Jahr gilt, so in einer Nacht- und Nebelaktion durchzubeischen, das ist eine Frechheit, Herr Präsident. Ich fordere Sie auf, das nicht zu dulden als Parlamentspräsident. Das geht so nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe soeben erfahren, dass ich eingangs einen Fehler begangen habe. Ich habe gesagt, dass die Hackler-Regelung mit Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS abgeschafft werden soll. Das ist falsch. Nicht die FPÖ wird mitstimmen, sondern natürlich die Regierungspartei Grüne. Ich kann mit dem Kollegen Leichtfried nur anschließen. Wenn es um ein so weitgreifendes Gesetz geht, das die fleißigen Österreicherinnen und Österreicher trifft, dann kann man nicht die Vorbereitung, die Breite, die es bräuchte, so ausschließen. Und weil Ihr Argument auch in der Debatte gekommen ist, bei der Einführung der Hackler-Pension hätte es das auch nicht gegeben. Da muss ich Ihnen schon ganz ehrlich sagen, wenn man der Bevölkerung etwas gibt und etwas Gutes tut, dann ist es nicht schlecht, wenn man sich beeilt. Aber wenn man der Bevölkerung etwas nimmt, wie hier die Hackler-Pension, dann müssen die Betroffenen die Möglichkeit haben, dass sie sich auch breit äußern. Und deshalb braucht es auch eine Ausschussvorberatung und nicht so eine Nacht- und Nebelaktion. Es muss die Möglichkeit geben, dass klar herauskommt, in was sich ganz Österreich denkt, 45 Jahre sind genug. Wir hatten noch einen zur Geschäftsordnung, der Herr Schuppert von Löginger. Danke, Herr Präsident. Zum Ersten, das sind keine Geschäftsordnungswortmeldungen.
aber das sei einmal dahingestellt, werden wir auch einmal zu beraten haben. Aber wenn jetzt gesagt wird, dass das zu schnell geht, dann erinnere ich diese beiden Parteien, nämlich SPÖ und FPÖ, an den 19. September 2019, wo am Vormittag ein Abänderungsantrag eingebracht wurde, der am Abend abgestimmt wurde, mit Fehlern, mit Dingen, die vergessen wurden. Also Sie brauchen uns bitte nicht erklären, wir haben den gestern übermittelt am späten Nachmittag, Sie brauchen uns nicht erklären, was das heißt, dass man rechtzeitig einen Abänderungsantrag einbringt, meine Damen und Herren. Wünscht noch jemand zur Geschäftsordnung? Bitte, Herr Grobmann, leicht wird noch mal zur Geschäftsordnung. Also, Herr Präsident, das, was der Herr Kollege Wöginger jetzt gesagt hat, hat mich motiviert, mich noch einmal zu melden. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Das letzte Mal habt ihr dann zugestimmt. Das war dann nicht das Problem. Ihr habt da zugestimmt und das muss man auch einmal ganz offen sagen. Herr Präsident, aus diesem Grund und aus dem, was ich vorher gesagt habe, stelle ich auch den Antrag, diesen Bericht, den Bericht 455 DB Top 30 gemäß § 49 Geschäftsordnungsgesetz von der Tagesordnung abzusetzen. Das ist das Einzige, was man mit diesem tun soll. Dankeschön. Jetzt ist der Klubobmann Wöginger und dann Klubobmann Stefan. Herr Präsident, es tut mir leid, dass ich die Geschäftsordnung da strapazieren muss. Aber man müsste eigentlich von einem stellvertretenden Clubvorsitzenden verlangen können, dass er die ganze Wahrheit ans Tageslicht bringt. Das müsste eigentlich ein gewählter Volksvertreter in der Lage sein, das zu tun. Er bringt es leider nicht zusammen, weil, und jetzt hören Sie zu, Sie haben einen Abänderungsantrag am 19. September eingebracht, wo Sie das Pensionssystem, die Nachhaltigkeit genommen haben. Ja? Den haben Sie eingebracht am Vormittag und am Abend wurde abgestimmt. Mit der Pensionserhöhung 2020. Das Gesetz war nämlich offen und ist im Parlament gelegen. Und wir haben dem Abänderungsantrag, wo diese Regelungen abschlagsfrei gestellt wurden, den haben wir abgelehnt. Aber in dritter Lesung haben wir zugestimmt, weil wir unsere Pensionistinnen und Pensionisten auch eine Pensionserhöhung vergönnt haben. Das ist die Wahrheit. Der Abgeordnete Loacker. Dankeschön, Herr Präsident, Herr Bundesminister. Die Frage der Abschlagsfreiheit von Frühpensionen bei 540 Beitragsmonaten ist im Arbeits- und Sozialausschuss in den letzten Monaten mehrfach und breit diskutiert worden. Mehrere Anträge zu diesem Thema sind im Ausschuss gelegen und es haben alle Fraktionen dazu ausführlich Stellung genommen und alle Argumente in voller Breite ins Treffen geführt, sodass auch niemand überrascht sein kann, welche der Fraktionen welches Ansinnen hat in dieser Frage. Und dass auch niemand überrascht sein kann, dass dieser Antrag heute auf der Tagesordnung steht. Und die Überraschung des Kollegen Leichtfried muss ich daher als eine gespielte annehmen. Und bitte daher in die Tagesordnung einzusteigen und mit der Sitzung fortzufahren. Sie haben den Antrag des Gruppen Leichtfrieds gehört, der Antrag auf Absetzung des Punktes 30. Der braucht eine Zweidrittelmehrheit und vor Absetzung kann vor Eingang in die Tagesordnung dies beschlossen werden. Daher frage ich Sie, es braucht also eine Zweidrittelmehrheit, gibt es noch eine Wortmeldung? Wenn es nicht ist, dann komme ich zur Abstimmung über den Antrag auf Absetzung des Punktes 30 von der Tagesordnung. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen, ein dementsprechendes Zeichen. Das ist nicht die Zweidrittelmehrheit. Daher ist er abgelehnt, der Antrag, und auf der Tagesordnung bleibt der Punkt, so wie er beschlossen wurde.
Ich hoffe, wir können jetzt eine einheitliche Situation, einen einheitlichen Meinung zum Ausdruck bringen. Denn wenn es darum geht, Orange the World, auf Ihren Plätzen liegt die Maske, eine Informationsschrift, der 25. Also die Abschaffung der Hackler-Regelung und die Einführung eines Bonus für jedes Monat, dass man vor dem 20. Geburtstag versichert gearbeitet hat, wird am Ende des Tages beschlossen werden. Ich kann Ihnen vielleicht noch nachreichen, es gibt möglicherweise eine Erklärung für die Verzögerung eingangs der Sitzung. Es soll zumindest behauptet, dass der SPÖ-Abgeordnete Kai-Jan Greiner der gestrige Budgetbeschluss ungültig sein, weil am Bundesfinanzrahmengesetz Abänderungsantrag eine Unterschrift fehlen soll. Die Sache wurde offenbar in der Präsidiale schon debattiert oder soll noch einmal debattiert werden. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass der Abgeordnete Hafenetter beantragt hat, dem Geschäftsordnungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 896a eine Frist bis zum 7. Dezember 2020 zu setzen. Das wird am Ende auch stimmen, ne? Wo? Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlung, da ist man abgegangen, in dieser Sitzung zur Abstimmung gebracht werden. Ich darf bekannt geben, dass der ORF, so wie immer, heute bis 13 Uhr, der ORF 3 bis 19.15 und dann anschließend die TVTK überträgt. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 bis 3, 4 bis 7, 13 bis 15, 17 bis 19, 20 bis 22, 23 bis 25, 26 bis 30 sowie 32 bis 34 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Vereinbarungsgemäß finden die Abstimmungen jeweils am Ende der Verhandlungen über alle Vorlagen eines Ausschusses statt und darüber hinaus kann die Sitzung vor der Abstimmung kurz von den Präsidenten unterbrochen werden, wenn es die Clubobleute wünschen. Und wir fragen und halten uns auch an die Abmachung. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde über die Debatten, über die Dauerdebatten ein Konsens erzielt. Heute stehen 8,5 Wiener Stunden zur Verfügung. Das heißt für die ÖVP 166, für die SPÖ 115, für die FPÖ 94, für die Grünen 85 sowie die Neos 68 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, 34 Minuten und die Redezeit pro Debatte 5. Wir dürfen gleich zur Abstimmung kommen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen für die Redezeiten. Das ist einstimmig angenommen.